Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile mit mir auf Level 92. Ich habe, wie versprochen, hochgegrindet und habe ansonsten nicht so viel gemacht. Ich habe hier unsere 6% Life rausgenommen. Verzeihung. Die 6% Life rausgenommen und mit dem anderen Skillpunkt, den wir hatten, habe ich das hier geskillt. 10% Increased Damage Over Time mit Bow Skills und hier nochmal 30. Stun Duration machen wir nicht. Physical Damage ist uns egal, weil wir, glaube ich, nichts converten. Ich weiß ehrlich gesagt, also wir können only deal non-physical damage oder sowas haben wir hier. Wo war das denn nochmal? Explosive Arrow? Irgendwo haben wir es auf jeden Fall gehabt, dass wir keinen physischen oder nicht Elementarschaden machen können. Deswegen haben wir hier ja eben auch kein Physical Damage drauf. Aus dem Grund habe ich hier Sachen zusammengefarmt. Ich habe erstmal Sachen gekauft. Ganz klar, die ganzen Invitations. Hier ist eine von Maven. Die wollen wir jetzt in den nächsten ein, zwei Parts machen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Wir müssen nochmal gucken. Über Eldar kommt auch noch dazu. Wann wir den machen, weiß ich noch nicht. Müssen wir erstmal gucken, was wir bei Shaper und Eldar für Fragmente bekommen. Und dann das letzte entsprechend kaufen. So. Aber viel mehr ist nicht passiert, bis auf eine coole Sache. Ich habe in der zweiten Map, die ich gelaufen bin, einen 6-Link-Unique-Bogen gefunden, der beinahe von den Rollen her perfekt, also von den Rolls her perfekt ist. Bis auf 2 abweichend bei Min, Max im Fist-Damage. 200 Increased Crit Chance war schon Max. Und Critical Strike Chance, der Implicit oben, der war auf Low, also auf 30. Den habe ich mit einem Blast Orb auf 50 gekriegt. Ich war sehr zufrieden. Hab da nach den Preisen geguckt. Es gibt nur einen Bogen, der immer noch ein bisschen schlechter ist als der hier, der für 2x verkauft wird. Aber da dieser Bogen 6 Link auch für 20-25 Chaos rausgeht, glaube ich, interessiert das die Leute sowieso nicht so sehr. Falls es irgendjemanden geben sollte, der seinen Charakter min-maxt, also versucht das Maximale aus seinem Equipment rauszuholen, wird er wahrscheinlich diesen Bogen für ein X kaufen, weil er einfach fast am Maximum ist. Ja, der Fist Damage kann sich sehen lassen. Aber ja, Physical ist nicht so stark, diese Ladder, würde ich sagen. Also wenn man sich anguckt, der hier hat 172 bis 445 Fist und wir haben alleine so viel an Min Cold und Max Elektro und beides zusammen. Stellt euch vor, wir würden den physischen Schaden auch noch machen, dann wäre dieser Damage hier auf jeden Fall krass. Oder sonst, wenn man einfach komplett auf Elementarschaden gehen kann, kann man sich auch einfach so einen Bogen hier holen, der einfach unendlich viel Elementardamage hat. Also dieser Bogen hätte nochmal viel mehr Schaden als unser. Was hat der hier? Der hat knapp 1200 Elementarschaden, knapp 1300 DPS. Der ist übel. Der ist wirklich, wirklich übel. Habe ich versucht für meinen Tornado Shot Omniscience, Crystallized Omniscience Charakter zu machen. Den habe ich gekauft für 4 oder 5x. Problem an der Sache ist, dass ich an das Amulett nicht rankomme und ich glaube, das dürfte immer noch verdammt teuer sein. Hier habe ich mir die Teile gekauft, nur zur Info. Müssen wir gerade mal gucken. Omniscience. Das kostet immer noch 27x. Es ist, ich sag mal, halb so teuer als zu dem Zeitpunkt, als ich spielen wollte. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, aber selbst 27x habe ich nicht. Selbst wenn ich all das hier verkaufe, komme ich maximal auf 12, 14 und den Bogen. Und noch ein bisschen anderen Kram. Also ich komme vielleicht so auf 20, aber dann habe ich auch nichts mehr. Folglich lohnt sich das nicht. So, kommen wir mal zum Eingemachten. Und zwar müssen wir die Fragmente in der entsprechenden Reihenfolge reinlegen, ansonsten funktioniert es nicht. Wenn wir das getan haben, haben wir auch nur eine Option. Wir können hier keine anderen Sachen drauf craften oder sowas. Man könnte jetzt die Maven dazu holen, die sich die Bosskämpfe anguckt, aber wenn die auch noch in meiner Map hier rumwuselt, dann wird mir das zu schwer. Ich habe einmal mit einem anderen Charakter einen Elder-Fight gemacht und habe vergessen, dass ich vorher Maven-Maps gelaufen bin und hatte den Punkt noch aktiviert. Dann hatte ich den die Maven beim Elder-Fight mit dabei. Die hat mich einfach fertig gemacht. So, hier ist Sana für die Leute, die sie vermissen. Ja, ich auch. Sie ist die Tochter vom Shaper. Deswegen storytechnisch nur so für euch. Wir haben hier vier Bereiche, konnte man gerade ganz gut, ja, konnte man nicht sehen. Wir starten hier, einer Bereich geht hier raus, einer hier unten, einer nach links unten und einer nach links oben.
Und da sind jeweils Bosse drin. So kleine Mini-Bosse, die wir legen müssen. So, jetzt haben wir den mal hier das Feuer ausgeknipst. Das war's. Judgment Stuff. Das ist alles Item Level 86 hier, weil das ein hoher. Also wir haben eine 84er Monster Level hier und die Bosse, die wir hier besiegen, die droppen immer zwei Level höher. Also 86er Item. Sollten wir hier mal irgendein richtig cooles Item kriegen, ja, können wir entsprechend. Oh nein. So, Thicket Bow. Das ist eine coole Crafting Base. Warrior Sword, Spiked Shield. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier für einen Boss? Irgendwas Kaum oder Totem. Ja, Kaum. So, das haben wir, ein Diamond Ring. Nicht schlecht. Ein Schild und ein Helm. Alle wirklich gar nicht mal so verkehrt. Aber ja, nehmen wir alles nicht mit, selbst wenn das was wert sein könnte. Ich crafte nicht, dafür habe ich eindeutig zu wenig Geld und zu wenig Glück. Und vor allem zu wenig Zeit. Also Glück und Geld kann man kompensieren, wenn man genug Zeit investiert. Habe ich aber nicht. Oh, der Brutus-Fight. So sieht man sich also wieder. So, Sorcerer Gloves und Opal Wand. Ansonsten Spirit Shield Boots. Zepter, die sind immer gut. Da kann echt cooler Scheiß drin sein. So, jetzt haben wir die Mini-Bosse besiegt. Sana sagt nichts mehr, aber wir haben jetzt hier ein Portal bekommen. Und hiermit kommen wir zum Shaper. Da ist er. Okay, das extra Achievement habe ich nicht geschafft. So, und holen wir uns mal ein paar Frenzy Charges ab. Ich habe erst überlegt, ob wir uns eine Mastery auf dem Skill Tree holen sollten mit 10% more Multi. Nee, Increased Multiplier mit Chaos Damage oder irgendwie sowas. Nee, Increased Damage over Time war es. Habe ich dann aber gelassen. Weil ich dachte, die meisten Bosse haben sowieso keine Adds und jetzt sehe ich hier gerade diese Add-Phase und dachte mir, Okay, jetzt werden wir rausgeschmissen, das ist der Phasenübergang. Währenddessen recovered er life oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ob man hier einfach nur schnell sein muss oder viele Gegner killen muss, ich habe keine Ahnung. Ich mache das einfach mal nebenbei. Und am Ende ist immer so ein kleiner Chaos-Schaden-Boss, glaube ich. Den kriegt man aber relativ leicht down. So, ich habe die Fragmente für sehr günstig bekommen, muss ich gestehen. Was habe ich dafür gezahlt? Ich glaube, für die anderen Shaper-Fragmente habe ich um die 24 gezahlt. Für die Elder-Fragmente habe ich 45 gezahlt, weil mir da noch eins mehr gefehlt hat. Für die Cyrus-Fragmente habe ich 28 gezahlt und für Mavens habe ich 85 Chaos bezahlt. Ah, hier ist der Chaos-Boss. So, das war's. Pure Totems sind Minions. Möchte mit mir handeln. Habe ich ihn mal angeschrieben irgendwann? Ja. Ich wollte sein Maven's Writ für 84. Ja, aber jetzt nicht.
So, in dieser Phase müssen wir uns hier in Sanas Bubble stellen, weil er hier rumportet und diese lilanen Kugeln macht. Wir müssen auch aufpassen, weil der kommt nämlich jetzt gleich genau wieder raus. So, ich würde jetzt gerne mal diese Kugeln hier außen ablegen. So, in der Zeit können wir uns Frenzy Charges holen. Was ist das? Convergence, deal more damage. Finde ich gut. Oh, wo ist Sana? Sana, Hilfe! Sana, wo bist du? Puh, was sollte das denn? Lass mich nicht hängen. Ist mir egal. Okay, der zweite Phasenübergang. Boah, Sana, ehrlich, mach sowas nicht mit mir. Gerade richtig Herzinfarkt gekriegt. Im Überboss-Fight gibt es Sanas Bubble sowieso gar nicht. Und da muss man selber die ganze Zeit ausweichen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, es geht, aber im Überboss-Fight hat er natürlich nochmal mehr Schaden. Und wenn er dich dann mit so einer dunklen Kugel trifft, bist du so gut wie bei einer tot. Es sei denn, du hast halt extrem Defense-Layer, aber ich glaube auch die ja, mitunter stärksten Builds haben da leichte Probleme. Deswegen, ja, ist Vorsicht geboten. So. Er ist jetzt wieder halb voll. Jetzt haben wir hier so ein... Ah, danke Sana. Jetzt hatten wir hier gerade so einen Mini, so einen Mini-Shaper in so einem Lila. So, wo ist er? Da. Ich hole mal gerade Frenzy Charges für uns ab. Die Kugel möchte ich außen ablegen. So, und das war's. Fragment of Shape, wir haben eins bekommen. Das sind irgendwelche Handschuhe. Ich hätte gerne die Projectile-Flasche gehabt. Ich habe vergessen, wie sie heißt. So, was haben wir hier? Shaper's Touch, ist das was wert? 2,3 Chaos, also beinahe etwas. Die Rüstung brauchen wir nicht. Was ist das hier wert? 90, das ist das günstigere von beiden. Das heißt, wir brauchen für Überelder nochmal 97 Chaos. Für das andere Fragment. Und eventuell sogar noch mehr, wenn wir vom Elder das Falsche bekommen nachher. So, mal schauen. So. Das war's. Wie lange hat das jetzt gedauert? Gut 14 Minuten. Beziehungsweise gut 10 Minuten. Ich habe ja davor noch gelabert und erklärt. So, Item Level 86. Das ist ziemlich gut für Crafting. Aber... nicht in meinem Fall. Ich schmeiß den weg. Ich glaube, es gibt tonnenweise 86er Item-Level-Items. So, dann machen wir jetzt nochmal eben schnell den Elder-Fight. Weil, warum nicht? Den finde ich ein bisschen komplexer von den Phasen her. Aber der hat nicht diese Phasenübergänge. Und es gibt weniger zu labern hier. So, jetzt müssen wir hier in diesem Kreis bleiben. Weil alles, was der jetzt gleich macht, wird sehr tödlich werden für uns. Jetzt hat er uns ein bisschen geslowt. Jetzt bin ich...
Ich bin gerade ein bisschen, ne? Ihr wisst schon, ich muss mich auf den Fight ein kleines bisschen konzentrieren. Weil das Ganze nicht gerade sehr einfach ist. Also es sieht natürlich jetzt einfach aus. Ich weiß in etwa, was ich tun muss. Immer diese Nullportale kaputt machen. Ich weiß aber auch nicht mal, ob ich hier überhaupt stehen bleiben kann. Hier sind noch kleinere Ads. Das wäre wieder gut gewesen. Für es killed when recently, bla bla. Ach so, ich dachte gerade, der Shaper macht seinen Move. Der hilft uns nämlich in dem Fight. Beim Überelder-Fight ist er gegen uns. Dann gibt es verschiedene Phasen. Auch die Shaper-Angriffe sind dann hier in dem Kampf mit drin. Also seinen Strahl, seine Bälle, die kleinen Bälle, die... ja, ich glaube, Sana macht hier dann auch mit. Ich bin schon mal sehr froh, dass wir jetzt nochmal den Increased Bow Damage Over Time mitgenommen haben, die 40%, weil die haben unseren Damage nochmal um 1,5 bis 2000 gepusht. Das ist gar keine so schlechte Sache. So, das haben wir. Portale sind gut angegriffen worden bisher. Läuft tadellos und ich habe mir Sorgen gemacht ein kleines bisschen, dass die Totems vielleicht zu langsam angreifen, dass der Dodge-Schaden nicht reicht und so weiter. So, jetzt ist der Elder wieder hochgeheilt, ich weiß nicht warum. Oh, ich verstehe. Maven's Invitation, the Feared. Waven... Ach, fuck. Ja, egal, dafür bin ich ja noch ein Level aufgestiegen. Genau für solche Dinge. Fragment of Emptiness, ich glaube, das habe ich schon. Shit. Okay, dann dürfen wir beim Überelder noch mal ein bisschen was kaufen. Cortex, Shayula, the Alluring Abyss. Das sagt mir nichts. Shaper's Realm, Absence of Value and Meaning. Das ist das hier, ne? Ja. Meine Fresse. Aber die Fiat Invitation kann man bestimmt gut verkaufen. So, dann gehen wir nochmal rein. Holen uns die Sachen ab. Stimmt, das vergesse ich immer. Ich glaube, das letzte Mal, als ich den Fight gemacht habe, bin ich hier auch gestorben. Ah, hier sind nochmal Elder-Items. Ein Wand, Schuhe und eine Axt. Aber das ist mir alles egal. So, raus hier. Guck mal, das hat jetzt nur irgendwie 2 Minuten gedauert. Der geht auf jeden Fall schneller als das andere. So, Impresence. Ich habe damals mal so ein Impresence-Amulett gespielt. Maven Invitation the Feared. Was kostet das? 3-4 Chaos. Wahrscheinlich kriegt man die häufig, wenn man einen der Gegner killt. Ich weiß nicht, was Alluring Abyss ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht ist das das hier? Ich weiß es noch nicht. Okay, dann schauen wir mal, was das hier für ein Helm ist. Damage Spells, Accuracy Rating, Armor. Das kann ich auch gleich aufmachen. Gibt es hier nochmal Unterschiede? Wahrscheinlich nicht. Ich schmeiß das einfach mal hier rein. The Feared und so, also solche Dinge machen wir nicht. Allein aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, jeden Boss mit Maven nochmal zu machen. Und das ist was für die wirklichen Boss-Leute, das können die meinetwegen tun. So, was kostet das denn jetzt hier? 3,9 Chaos. Conductivity has no reservation if cast as an aura. Ist das gut? Wahrscheinlich nicht. Okay, weg damit. Ich habe da ein richtig teures damals gehabt für 4x oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was das konnte. Ist aber auch schon einige Ladder her. Deswegen. Okay, dann würde ich sagen... Ja, das habe ich zweimal. Verdammt. Dann würde ich sagen... machen wir im nächsten Part Cyrus. Probieren wir mal aus, habe ich noch nie gemacht. Maven müssen wir mal gucken, ob wir den dann mal endlich schaffen. Hatte ich nämlich auch bisher nie Glück mit. Ja. Ach ja, wir haben diese Teile gekriegt im Harvest irgendwo, dass wir Offerings in Dedication und Tribute machen konnten. Ich weiß nicht genau, wofür die waren. Irgendwas war da. Auf jeden Fall haben wir, wenn wir diese Labyrinthe aufmachen, einen Monster Level 83, glaube ich, oder 84. Oder 82, irgendwie so. Irgendwas über 80, da ist das Lab nochmal schwieriger. Und ja, am Ende bekommt man mehr und bessere Belohnungen. Oder andere. Es gibt sogar eins, das sorgt für eine Gürtelverzauberung. Aber ich glaube, die waren alle gar nicht so pralle. Da müsste ich mal schauen, ob ich da was finde und dann vielleicht nochmal machen. Aber egal, das ist zumindest mehr als Info für euch, dass ihr da Bescheid wisst. Hier könnte ich den Strength-Wert mal hochrollen. Was soll denn das? Wo wir noch ein paar Momente haben.
34 ist doch gut. 9 Stärke mehr. Nicht schlecht. So, noch irgendwelche Implicits, die ich übersehen habe. Ist fast Max. Fast Max. Elemental Damage kann man nochmal hochrollen um ein paar Prozente. 24, guck mal, 4% mehr Damage. Also increased. Hier haben wir Attack Speed ist am Cap. Okay, der Rest passt. Sehr gut. Okay, wie gesagt, Plan steht. Nächstes Mal Cyrus und Maven und dann mal gucken, ob wir die Fragmente schnell organisiert bekommen und dann eventuell nochmal einen Überelder, wenn wir es zeitig schaffen. Ansonsten, ja. War's das für mich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr da wart. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es die nächsten Bosse gibt. Macht's gut, bis dahin und tschüss.